Fast bescheiden verbirgt sich der Kirchenbau hinter mächtigen Bäumen. Die Martinskirche gilt als einer der ältesten kirchlichen Bauten Österreichs. Ihre Geschichte ist seit mehr als 1200 Jahren mit jener der Stadt Linz verwurzelt. Die Martinskirche befand sich zunächst außerhalb der Befestigungsanlage, zählte jedoch aufgrund ihrer räumlichen Nähe zum Schutzbereich der Burg. Die erste Nennung der Martinskirche als Kapella geht auf das Jahr 799 zurück. Die romanischen Fresken im Stift Lambach entstanden vor 1089 und wurden 1868 wiederentdeckt. Sie sind eine kulturhistorische Sensation und zählen zu den bedeutendsten Kunstwerken Europas aus dem 11. Jahrhundert. Auch inhaltlich bieten sie eine Besonderheit in der Kunstgeschichte, denn sie zeigen die Erscheinung des Herrn, im Volksmund als Heilige Drei Könige bekannt. In 23 Mauerfeldern werden Ereignisse aus dem Neuen Testament und apokryphen Schriften gezeigt. Im Zentrum stehen der Stern von Bethlehem als Orientierung für Suchende und das Bild Jesu Christi. Das Kloster wurde 777 von Herzog Tassilo III. Von Bayern gegründet. Sein Sohn Gunther soll der Legende nach während eines Jagdausrittes von einem Eber angefallen und getötet worden sein. Die Klostergründung diente dazu, die Binnenkolonisation im waldreichen und von Bajuwaren und Slawen besiedelten Traungau voranzutreiben. Unter Benutzung älterer Bestandteile entstand ab der Mitte des 17. Jahrhunderts eine umfangreiche Anlage, die neben Stift Melk zu den größten Österreichs gehört. Unter den Baumeistern waren Carlo Antonio Carlone und Jakob Brandauer, der auch die Klosterkirche in Melk gestaltete. Die Bauanlage von Kremsmünster hat ihre größte Ausdehnung im etwa 290 Meter langen Südflügel. Dort liegen wichtige repräsentative Räumlichkeiten: Refektorium, Bibliothek und Kaisersaal. Abgeschlossen wird der Südflügel im Osten vom 51 Meter hohen mathematischen Turm, in dem sich die Sternwarte Kremsmünster befindet. Dieser Turm gilt als eines der ersten Hochhäuser Österreichs. Der Tassilo-Kelch, der in der Schatzkammer aufbewahrt wird, ist wohl das berühmteste und kostbarste Kunstwerk im Stift. Der Kelch wurde um 780 von Herzog Tassilo III. Und seiner Gemahlin Liutberger gestiftet, möglicherweise zum Anlass der Gründung Kremsmünsters im Jahr 777. Der Fischkalter umfasst 5 prunkvolle Wasserbecken, in denen Fischzucht betrieben wird. Die Becken werden von Säulengängen umgeben, deren Arkaden von 78 römisch-toskanischen Säulen getragen werden. Der im Kern romanische Kirchenbau wurde baulich erweitert und 1414 neu geweiht. Nach einem Türkeneinfall wurde die Kirche 1480 wieder aufgebaut und erhielt gleichzeitig ein Netzrippengewölbe. 1895 wurde die Kirche innen restauriert. Das einfache romanische Langhaus mit einem gleichbreiten Chor hat nur am Chorhaupt einfache Strebepfeiler. In der Nordwand gibt es ein vermauertes romanisches Fenster. Obwohl erst 1350 urkundlich erwähnt,
wird angenommen, dass die Kapelle den Rest der ehemaligen Burg Graunscharn der Traungauer darstellt. Aufgrund gewisser baustilistischer Merkmale wird geschlossen, dass sie schon vor 1120 entstanden sein könnte. Mit dem Aussterben der Traungauer 1192 wurde die Burg aufgegeben und die Kapelle vermutlich in eine Gedächtniskapelle umfunktioniert. Seit der Barockzeit diente sie als Kalvarienbergstation, worauf auch heute noch die drei Kreuze an der Südwand hinweisen. Die Kirche in Pürg wurde am 17. Juli 1130 vom Seckauer Bischof Wocho geweiht. Sie war ein dreischiffiger romanischer Bau mit einem Turm über dem Chorquadrat. Diese Dreischiffigkeit ist auch heute noch vorhanden. Bei der am Anfang des 14. Jahrhunderts beginnenden Gotisierung wurde der Turm über dem Chor durch einen mächtigen Turmbau an der Westseite ersetzt. Auch der Chorraum wurde im gotischen Stil erneuert. Neben den Wandfresken, das interessanteste Kunstwerk der Innenausstattung der Katharinenkapelle, ist ein romanisches Kruzifix aus der Zeit um 1150. Das älteste in der Steiermark, das ursprünglich in der Filialkirche von Oberhaus war und daher in der kunstgeschichtlichen Literatur als Oberhauser Kruzifix bezeichnet wird. 1074 wurde die Pfarrkirche zum heiligen Johannes der Täufer erstmals genannt. Dieses in romanischem Stil gebaute Gebetshaus wurde 1750 bei einem Großbrand vernichtet. In den Jahren 1750 bis 1753 wurde die heutige Pfarrkirche in der Bauform des Rokoko vom Baumeister Cassian Singer an jener Stelle erbaut, wo zuvor das Gebetshaus stand. Schon 326 nach Christus soll an der Stelle, an der sich die heutige Höhenburg befindet, ein Kastell gestanden haben, das die einst vorüberführende Römerstraße schützte. Dieses Kastell, das während der Völkerwanderung zerstört worden sei, soll auch Amtssitz des römischen Provinzverwalters gewesen sein. Wie sich aus der Schenkungsurkunde des Kaisers Heinrich II. Aus dem Jahr 1002 ergibt, wurde in der Folge an dieser Stelle eine Anlage zur Mauteinhebung errichtet. Erstmals urkundlich erwähnt wurde die Burg erst 1253, in dem Jahr, in dem der Bergfried der Burg errichtet wurde. Bereits 923 wurde eine erste Kirche im Gemeindegebiet von Maria Pfarr in Althofen urkundlich erwähnt und gilt als Mutterkirche des Lungaus. 1217 überließ Konrad aus dem Geschlecht der Herren von Pfarr vor seinem Kreuzzug ins Heilige Land sein Gehöft samt Kapelle der Kirche. Die heute Ortsbild beherrschende Pfarrkirche unserer lieben Frau wurde um diese Kapelle vorerst als romanischer Bau im 12. und 13. Jahrhundert errichtet und später im 15. Jahrhundert als gotischer Bau aus- und umgebaut. Auch die Wallfahrt geht auf diese Zeit zurück und erreichte im 15. Jahrhundert den größten Zulauf. 1854 zerstörte ein Brand das Kirchen- und das Turmdach sowie die Glocken und den Musikchor mit der Orgel. . 1179 wurde die Filialkirche erstmals urkundlich erwähnt. Sie war möglicherweise anfangs eine Pfarrkirche, bis die Pfarrrechte 1225 an St. Michael übergingen. 2012 kam es zu einer Neuentdeckung des Turmdachs und der Sakristei,
zur Trockenlegung des Mauerwerks sowie zur Entwässerung im Friedhofsbereich. Das Patrozinium wird zu Michaeli, dem 29. September, begangen. Die im Ortszentrum stehende Kirche wurde 1147 zum ersten Mal urkundlich erwähnt und 1159 geweiht. Die pneumatische Orgel im Rokokogehäuse schuf Albert Mauracher im Jahre 1909. Sie hat 12 Register auf 2 Manualen und Pedal. Die Vorgängerorgel stammte von Johannes Rochus Egedacher. Die Kirche ist ein im Kern romanischer, spätgotisch veränderter Bau aus dem 13. bis 15. Jahrhundert. Das Langhaus wurde in 2 Bauphasen errichtet. Der niedrige, eingezogene quadratische Chor mit geradem Schluss aus dem 13. Jahrhundert wird an den Ecken durch Mauervorlagen verstärkt. An der Chorsüdwand und im Langhaus haben sich gotische Spitzbogenfenster erhalten. Das ehemalige rundbogige Südportal ist vermauert. Der im nördlichen Chorwinkel stehende Turm besitzt spitzbogige Schallfenster mit Fischblasenmaßwerk und wird von einem Spitzgiebelhelm bekrönt. Im Westen ist eine gemauerte Vorhalle mit spitzbogigem Zugang angebaut. Betreten wird die Kirche durch das spitzbogige, abgefaste Westportal. Der frühhistorische Kirchenbau mit romanisierenden Details ist von einem Friedhof mit einer Umfassungsmauer umgeben und bildet mit den umliegenden Gebäuden ein Bauensemble. Das Langhaus hat abgetreppte Strebepfeiler und einen eingezogenen, polygonal schließenden Chor, beides unter steilen Dächern. Unter dem Dachansatz zeigt die Fassade ein umlaufendes Blendbogenfries. Die Ursprünge der Stadt sind noch nicht eindeutig geklärt. Das norische Volk der Lajanzer hatte hier seinen Wohnsitz. Ihr Name ist noch heute in dem der Stadt Lienz erkennbar. Einer Theorie zufolge hätte sich die Siedlung aus einer Straßenstation an der Via Julia Augusta entwickelt. Sie liegt an der antiken Straßenabzweigung ins Mölltal, von wo wertvolles Tauerngold geliefert wurde. Das Fundmaterial spricht für eine intensive Bautätigkeit und Stadtentwicklung unter Kaiser Claudius. Als rätselhaft wird die nur ostseitig vorhandene Stadtmauer bezeichnet. Diese im 2. oder 3. Jahrhundert zum Repräsentativbau umgestaltete Mauer wurde zuletzt mit der Ersterrichtung als frühaugusteische Sperrmauer an der Via Julia Augusta erklärt. St. Nikolaus ist eine römisch-katholische Kirche, deren Entstehung bis in das 12. und 13. Jahrhundert zurückreicht. Frühe Gebäudeteile wurden im 12. Jahrhundert im damals vorherrschenden Stil der Romanik erbaut. Bei der Kirche handelt es sich um einen einfachen Saalraum ohne Apsis. Der zusammen mit den Langhauswänden in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts errichtete Chor im Osten wird durch einen ein Jahrhundert später aufgesetzten Turm überhöht, weshalb man auch von einer Ostturmkirche spricht. Im Inneren befinden sich wertvolle Freskenreste aus verschiedenen Bauphasen. Die Freskenmalereien in den Kapellen des Ober- und Unterchors mit Darstellungen des irdischen und himmlischen Paradieses datieren um 1270. Vermutlich im 18. Jahrhundert wurden diese Fresken übertüncht und ab 1881 schrittweise wieder freigelegt und restauriert. Die sagenumwobene Gründung durch die Hunnen geht auf das 5. Jahrhundert zurück.
Die heutige Geschichtsforschung geht aber davon aus, dass Hainfels von den Awaren gegründet wurde. Ebenso gilt es als wahrscheinlich, dass die Burg seit dem 7. Jahrhundert den bayerischen Herzögen gehörte. Noch im 13. Jahrhundert erlangten die Grafen von Görz die Burg Hainfels durch Erbe und bauten diese von 1275 an zu einem wichtigen Stützpunkt aus, welcher auch Sitz eines Gerichtes war. Wann genau die Burg in den Besitz der Görzer Grafen kam, ist nicht bekannt, jedoch wird sie in einem Vertrag zwischen den beiden Görzern Meinhard II. Und Albert I. an Letzteren übergeben. Demnach muss die Burg schon vorher in Görzschem Besitz gewesen sein. Der Legende nach soll dieser sakrale Bau 850 von Papst Leo IV. Eingeweiht worden sein. Um diese Begebenheit rankt sich die Legende, dass der Pontifex Maximus an den vier Ecken des Baues Sand verschüttet haben soll. Das heutige Gotteshaus ist ein mittelgroßer, barockisierter Bau des 14. und 15. Jahrhunderts. Die Kirche besteht aus einem Langhaus mit zweifach abgetreppten Strebepfeilern an der Südseite, einem eingezogenen Chor mit 5/8 und einem wohl 1737 errichteten, polygonal geschlossenen Anbau an der Nordseite. . 1984 entdeckte der jetzige Ausgrabungsleiter Franz Glaser die frühchristliche Bischofskirche, die heute überdacht und den Besuchern zugänglich ist. Die Bischofskirche hatte man zuvor unter der mittelalterlichen Pfarrkirche vermutet. Glaser schloss jedoch anhand historischer Vergleiche auf die tatsächliche Lage an der westlichen Stadtmauer. Das Stift Millstatt ist eine Gründung der Brüder Aribo II., eines vormaligen Pfalzgrafen, und Poto aus dem bayerischen Geschlecht der Aribonen. Eine Gründungsurkunde ist nicht erhalten. Das Gründungsjahr kann nur indirekt erschlossen werden. In einer Traditionsnotiz wird ein Rechtsgeschäft des Aribo mit Erzbischof Gebhard von Salzburg, unter anderem auch den Zehent für Aribos zwei Kirchen in Millstatt betreffend, erwähnt. Gebhard, der von 1060 bis 1088 amtierte, hatte um 1070 umfangreiche Zehentregulierungen vorgenommen. Da er als Gegner des Königs Heinrich IV. Zwischen 1077 und 1086 geächtet war und sich in dieser Zeit in Schwaben aufhielt, Aribo hingegen ein Anhänger Heinrichs war, bleiben für die Gründung nur die Jahre 1060 bis 1077 und 1086 bis 1088, wobei die Forschung zum früheren Zeitfenster tendiert. Funde einzelner Flechtwerksteine und Reliefplatten sprechen für eine karolingische Kirchengründung bereits im ausgehenden 8. oder im frühen 9. Jahrhundert. Weder der Zeitpunkt ihrer Errichtung noch ihre Form und Lage konnten bis heute eindeutig geklärt werden. Der Dom zu Gurk ist eine zwischen 1140 und 1200 im hochromanischen Stil erbaute Pfeilerbasilika, die dank der geringen baulichen Veränderungen zu den bedeutenden romanischen Bauwerken in Europa gehört. Musik.
Die langgestreckte Basilika hat eine doppeltürmige Westfassade, eine Empore, eine Krypta und drei Apsiden. Die mit 100 Säulen gestaltete Krypta ist der älteste Teil der Kirche. Im Jahr ihrer Weihe 1174 wurde das Grab der heiligen Hemma von Gurk dorthin verlegt. In vorchristlicher Zeit stand an der Stelle des Doms ein Tempel der keltischen Pferdegöttin Epona. Ein Steinquader mit dem eingemeißelten Namen wurde in den südwestlichen Pfeiler des Mittelschiffs des Doms eingefügt. Für die Römerzeit wird ein römischer Kultbau vermutet. Bei Ausgrabungen fand man 1926 das Fragment eines Altars. Der Bau der Domkirche begann um das Jahr 1140 unter Bischof Roman. Ob die ehemalige Klosterkirche an dieser Stelle gestanden hatte, ist nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich lag sie westlich des Neubaus. Noch vor der Fertigstellung der Kirche ist die Übertragung des Grabes der heiligen Hemma in eine bereits bestehende Krypta für das Jahr 1174 belegt. Der Hochaltar der Bischofskirche wurde im Jahr 1200 geweiht. Dom und Stiftsgebäude wurden vor 1220 fertiggestellt. Im 13. Jahrhundert beschädigten mehrere Brände die Kirche. Nach Wiederherstellungsarbeiten und Umbauten wurde der Dom 1287 neu geweiht. Um das Jahr 1446 wurde im Querhaus ein Netzrippengewölbe, um 1500 ein Sternrippengewölbe im Chor eingezogen. Ein erneuter Brand zerstörte 1525 die hölzernen Decken des Langhauses. An deren Stelle wurde 1563 ein Holzschindeldach eingebaut. 1591 wurde das Netzrippengewölbe im Mittelschiff fertiggestellt. Die Kirche wurde im Jahr 975 von Gräfin Imma, wahrscheinlich Großmutter der heiligen Hemma von Gurk, an ihrem heutigen Standort gegründet und 1043 erstmals im Zusammenhang mit Hemma urkundlich erwähnt. Zur Zeit der Türkeneinfälle in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wurde die Kirchenanlage wehrhaft ausgebaut, wobei Kirche, Karner, Pfarrhof und das Wirtschaftsgebäude verteidigungsgemäß miteinander verbunden wurden. Urkundlich wurde der Ort erstmals im Jahr 860 erwähnt, als König Ludwig der Deutsche dem Erzbischof Adalwin von Salzburg einen Hof in Friesach schenkte. Im Investiturstreit ergriff der Salzburger Erzbischof Gebhard Partei für Papst Gregor VII. Er ließ um 1076 auf dem Petersberg bei Friesach eine Burg errichten, um König Heinrich IV. Den Weg über die Alpenpässe zu sperren. Während sich das Gebiet um die Burg zeitweise im Besitz der Bischöfe von Gurk bzw. der Herzöge von Kärnten befand, blieb die Burg vermutlich immer im Besitz von Salzburg. 1123 wurde die Burg erfolgreich gegen den Kärntner Herzog Engelbert II. Von Spanheim verteidigt. Die Anlage wird heute vom sechsgeschossigen Bergfried dominiert,
der um 1200 erbaut worden war und nach teilweisem Verfall ab Ende des 19. Jahrhunderts restauriert wurde. In ihm befand sich ein monumentaler Kapellenraum, die Ruperti-Kapelle. Heute beherbergt der Bergfried das Stadtmuseum Friesach. Die romanische Chorturmkirche mit frühgotischem Choranbau stammt aus dem letzten Drittel des 13. Jahrhunderts und hat ein im Jahre 1858 erweitertes Langhaus. Der gedrungene, stark querrechteckige Turm weist vier romanische Doppelschallfenster mit Trennungssäulchen auf. Die romanische Chorturmkirche mit Schießscharten und Pyramidenhelm wurde schon 1329 urkundlich erwähnt. Sehenswert ist das gotische Westportal sowie das römerzeitliche Rundrelief einer vornehmen Keltin. Die Propstei- und Wallfahrtskirche in Mariasaal ist eine in ihrer heutigen Gestalt im 15. Jahrhundert im spätgotischen Stil errichtete römisch-katholische Kirche im Zentrum Kärntens. Eine früher bezeugte Kirche wurde vermutlich an derselben Stelle im 8. Jahrhundert errichtet, weshalb Mariasaal als einer der ältesten Standorte einer christlichen Kirche und als Ausgangspunkt der Missionierung Kärntens in der Karolingerzeit gilt. Ein Vorgängerbau, urkundlich 860 erstmals erwähnt, wurde vermutlich an gleicher Stelle bereits um 753 durch Chorbischof Modestus errichtet, weshalb die Marienkirche als eine der ältesten Kirchen Kärntens gilt. Bis 945 diente sie, mit weitreichenden Besitzungen ausgestattet, dem Bistum Salzburg als Urpfarre und somit als Zentrum der zweiten Christianisierungswelle für Kärnten, weshalb sie noch heute Dom genannt wird. Die Tradition, dass der Bischof von Gurk zugleich Propst von Mariasaal ist, hat sich bis heute gehalten. Die Marienkirche von Mariasaal spielte im Hochmittelalter eine wichtige Rolle in den Zeremonien, welche die Kärntner Herzogseinsetzung umgaben. Zwischen der Installation des Herzogs am Fürstenstein und der Huldigung am Herzogstuhl fand hier das kirchliche Hochamt statt. Von der ursprünglichen karolingischen und romanischen Kirche sind oberirdisch keine Reste erhalten geblieben. Die ehemalige Pfalzkirche wurde wahrscheinlich um 888 zum Besuch des Königs Arnulf von Kärnten errichtet und als Königspfalz genutzt. Weil Arnulf von 896 bis 899 die römisch-deutsche Kaiserwürde trug, war die Kirche auch kaiserliche Pfalzkirche und Teil einer heute nicht mehr erhaltenen Wehranlage mit Mauern, Wällen, Gräben und Palisaden. Erstmals wurde die Kirche 927 urkundlich erwähnt. Sie ist eine Gründung der Salzburger Bischöfe. Der Sakralbau mit seiner karolingischen Architektur gilt als die älteste Kirche Kärntens und als eine der ältesten Kirchen Österreichs. Das Brunnerkreuz ist eine 1692 erbaute Nischenkapelle auf dem Zollfeld in Kärnten. In ihr wurden vom Errichter Johann Dominikus Brunner etliche Spolien aus der römerzeitlichen Provinzhauptstadt Virunum, an deren Nordrand die Kapelle steht, eingemauert und so der Nachwelt erhalten. Bis zur Ausgrabung und Konservierung des Amphitheaters in den 1990er Jahren war das Brunnerkreuz das einzige sichtbare Zeichen der Stadt Virunum. Musik.
Silber- und Eisenfunde aus der Laten- und der Römerzeit im heutigen Gemeindegebiet weisen darauf hin, dass das Gebiet, das die Stadt heute einnimmt, schon früh besiedelt wurde. Die römische Reichsstraße Via Iulia Augusta führte mitten durch die heutige Stadt. Sie verlief von Zwischenwässern bis nach Wildbad Einöd in etwa entlang der heutigen Trasse der B317. Die erste urkundliche Erwähnung der Kirche stammt aus dem Jahr 1187. Wahrscheinlich gab es einen Vorgängerbau aus der Zeit der Karolinger. Als erster Propst wird 1215 Konrad aus Tisentis in Graubünden genannt. Die Pfeilerbasilika mit mächtigem Zweiturmwestwerk wurde im 12. Jahrhundert errichtet, der Langchor im ersten Viertel des 14. Jahrhunderts angebaut. Die Obergadenfenster des basilikal überhöhten Mittelschiffs werden von den Dächern der im 17. Jahrhundert hochgeführten Seitenschiffe verdeckt. Das äußere Erscheinungsbild des nach Osten orientierten Kirchenbaues wird sehr wesentlich vom mächtigen, viergeschossigen romanischen Turm mit barocker Haube, Zwiebel und Laterne geprägt. Der in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts als rechteckige Saalkirche mit Ostturm angelegte Bau wurde im 15. Jahrhundert im Osten durch Hinzufügung von Chor und Sakristei vergrößert. Diese gotische Ergänzung ist an dem hochstrebenden Baukörper, den schmalen Spitzbogenfenstern und den Strebepfeilern am Chorschluss gut erkennbar. Adalram von Waldeck stiftete 1140 in St. Marein bei Knittelfeld ein Kloster für Augustinerchorherren. Schon 1142 wurde die Gründung mit Gutheißung des Erzbischofs Konrads I. von Salzburg auf die Hochebene von Seckau verlegt. Die Westfront der Klosteranlage erstreckt sich über 143 Meter zwischen zwei achteckigen Türmen und zwei Toren. Der mächtige Bau wurde ab 1625 errichtet. Südlich der Basilika schließt sich der um 1588 erbaute Renaissance-Kreuzgang an. Der Ostflügel und ein Großteil des Nordflügels fielen der Aufhebung nach 1782 zum Opfer, ebenfalls die gotische Ulrich-Lichtenstein-Kapelle. Der Grundriss der aus Seckauer Sandstein erbauten, 1930 zur Basilika Minor erhobenen Kirche zeigt einen langgestreckten, dreischiffigen Innenraum mit drei Apsiden im Osten. Die ursprünglich flache Holzdecke wurde zwischen 1480 und 1500 durch ein spätgotisches Netzrippengewölbe ersetzt. Nach dem Einsturz des aus der Zeit des Barock stammenden Nordturmes wurden die Westtürme in neuromanischer Art wieder aufgebaut. 1964 wurde der Altarraum der Basilika durch Clemens Holzmeister neu gestaltet. Heute gehören 11 Benediktinermönche der Abtei an, von denen einer außer Haus tätig ist. Im Jahr 2010 wurde Pater Johannes Fragner für 3 Jahre zum Prior Administrator gewählt und 2013 sowie 2016 in dieser Funktion bestätigt. Das Gründungsjahr der Kirche ist unbekannt. Da aber das Gebiet bis 811 zum Patriarchat von Aquileia gehörte, kann angenommen werden, dass schon damals eine Markuskapelle als Zeichen der geistlichen Verbindung zu Venedig, das den heiligen Markus zum Schutzpatron hat, bestanden haben könnte.
Das Kirchenäußere zeigt eine spätromanische, dreischiffige Pfeilerbasilika aus dem 13. Jahrhundert mit gotischen und frühbarocken Zu- und Umbauten. Aus der Romanik stammen das Langhaus, das Chorquadrat sowie südlich des Chores in der Achse des Seitenschiffes die unteren Mauern eines Turmes und das Westportal. Die heute bestehenden Gebäude der weitläufigen Anlage des Stiftes wurden großteils im 17. Jahrhundert in barockem Stil errichtet. Noch älter ist die Stiftskirche, eine romanische Pfeilerbasilika, die vermutlich ab dem letzten Drittel des 12. Jahrhunderts erbaut und im frühen 13. Jahrhundert vollendet wurde. Das Stift wurde 1782 unter Josef II. Aufgehoben, jedoch schon im Jahr 1809 durch Mönche aus dem Kloster St. Blasien wieder besiedelt. Abgesehen von einer weiteren Aufhebung in der Zeit des Nationalsozialismus wird das Stift St. Paul seit seiner Gründung ununterbrochen durch die Benediktiner unterhalten und ist somit das älteste, noch heute aktive Kloster in Kärnten. Besondere Bedeutung kommt dem Stift durch seine umfangreichen und wertvollen Kunst- und Büchersammlungen zu. Die Abtei betreibt außerdem das private Stiftsgymnasium St. Paul, dem rund 700 Schüler angehören. Auf der Felskuppe, auf der sich heute die Stiftsanlagen befinden, stand wohl schon in vorantiker Zeit eine illyrische oder keltische Befestigung, dann wahrscheinlich ein römisches Kastell und im Mittelalter, bereits urkundlich gesichert, die Burg Lavant. Die Villa Rustica in Löffelbach bei Hartberg zeigt die gut erhaltenen Grundmauern eines großen römischen Landsitzes aus dem 2. und 3. Jahrhundert nach Christus. Im Zentrum der Villa befand sich ein allseitig von Säulenhallen umgebener Innenhof. An diesen schließen die Wohnräume an. Im Westen befindet sich eine komfortable Badeanlage. Im Norden befindet sich eine große, ca. 14 Meter lange Repräsentationshalle mit einer Apsis. Der Hartberger Karner stammt aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts. Es ist ein zweigeschossiger Doppelrundbau mit Kegeldächern und Ziegeldeckung. Das Quadermauerwerk besteht aus heimischem Muschelkalk. Im Obergeschoss befindet sich der Kapellenraum mit einer Dreiviertelapsis mit Fresken. In den Jahren 1889 bis 1894 wurde der Karner tiefgreifend renoviert. Dabei wurde die Freitreppe hinzugefügt und die Fresken im Inneren, die aus der Zeit um 1200 stammen, freigelegt und ergänzt. Dabei wurde der originale Farbcharakter weitgehend zerstört, auch wurden im Original nicht vorhandene Elemente hinzugefügt. Ob es sich bei den Fresken um eine allegorische Darstellung der sieben Todsünden oder um eine Vision von den vier Königreichen Daniels handelt, ist ungeklärt. Der Name hat nichts mit einem See oder einem Gewässer zu tun. Die Burg befand sich bis zum Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie in Ungarn. Ihr Name wird von der ungarischen Bezeichnung Lanzer, eines ursprünglich Landesheere geschriebenen deutschen Namens, abgeleitet. Musik.
Ob eine ungarische oder eine deutsche Version die erste Bezeichnung der Anlage waren, ist nicht belegbar. Ebenso nicht, ob die Burg den Namen des Besitzers bestimmte oder der Name der Familie des Besitzers auf jenen der Burg Einfluss nahm. Seit 1968 wird die Burgruine gesichert und der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Die Anlage ist ungefähr 300 mal 200 Meter groß und lässt auch als Ruine noch deutlich erkennen, dass die Burg aus vier Befestigungsringen bestand, deren erste durch zwei Gräben getrennt waren. Im Außenhof finden in den Sommermonaten Konzerte, Theaterabende und andere Unterhaltungsveranstaltungen statt. Vermutlich wurde um 865 eine Laurentiuskirche bei Ternberg geweiht. Nach 1147 erfolgte eine Weihe durch Erzbischof Eberhard von Salzburg gemeinsam mit der Pfarrkirche Scheiblingkirchen. Im 13. Jahrhundert wurde die Kirche eine Filiale der Pfarrkirche Bromberg. 1782 wurde die Kirche zur Pfarrkirche erhoben und 1783 erneut dem Stift Reichersberg inkorporiert. Die Kirche ist eine bemerkenswerte romanische Rundkirche aus dem 12. Jahrhundert mit Anbauten aus dem 19. Jahrhundert. Südlich und westlich der Kirche sind Reste als Bruchsteinmauerwerk der ehemals umgebenden mittelalterlichen Kirchhofmauer erhalten. Der zylindrische Baukörper mit einem Kegeldach trägt einen hexagonalen Dachreiter aus 1816 und hat eine eingezogene, eigens überdachte Rundapsis. Die Fassade zeigt sich als unverputztes Quadermauerwerk mit kleinen romanischen Rundbogenfenstern in Trichterleibungen. Der römisch-katholische Dom, damals noch Pfarrkirche, wurde 1279 zu Ehren der heiligen Jungfrau Maria und des heiligen Rupert geweiht. Von 1468 bis 1785 war er Kathedrale des Bistums Wiener Neustadt. Bei der Gründung der Stadt gehörte Wiener Neustadt zum Herzogtum Steiermark und somit zum Fürsterzbistum Salzburg. Daher wurde diese Kirche auch dem heiligen Rupert geweiht. Seit 1990 ist Wiener Neustadt ein Titularbistum. Die Lage und Orientierung des Domes ist Teil der mittelalterlichen Stadtplanung. Seine Achse, also das Langhaus, schneidet die Nord- und Westseite genau in der Mitte und zeigt dorthin, wo am Pfingstsonntag, dem 24. Mai 1192, die Sonne aufgegangen ist. Dieser Termin entspricht dem Tag, an dem Herzog Leopold V. durch Kaiser Heinrich VI. Mit der Steiermark belehnt worden ist. So wurde dieses Ereignis im Grundriss der Stadt verewigt. Nach mehreren Erdbeben wurden die 64 Meter hohen Türme im 19. Jahrhundert baufällig. 1886 wurden sie abgetragen und nach den alten Plänen unter der Leitung des Wiener Architekten Richard Jordan von 1892 bis 1899 wieder aufgebaut. Im 12. Jahrhundert stand an der Stelle der heutigen Ottmarkirche
eine romanische Kirche. Südlich auf dem heutigen Kirchenplatz befand sich ein Friedhof. Dort ließ der Babenberger Herzog Heinrich der Ältere von Mödling nach 1182 eine romanische, dem heiligen Pantaleon gewidmete Rundkapelle mit Apsis errichten. Nach der zweiten Türkenbelagerung gab es Pläne, den Karner abzureißen und durch einen Glockenturm zu ersetzen. Das Geld reichte dafür jedoch nicht. Daher wurde der Karner lediglich aufgestockt und er erhielt ein Doppelzwiebeldach. Diese Arbeiten waren 1698 abgeschlossen. Seit über 300 Jahren dient der Karner mittlerweile als Glockenturm. Um die Gründung des Stifters Kloster Neuburg spinnt sich die Schleierlegende. Am Tag ihrer Vermählung sollen Markgraf Leopold III. Und seine Gemahlin Agnes von Waiblingen am Söller ihrer Burg am Leopoldsberg gestanden haben, als ein plötzlicher Windstoß den Brautschleier der Agnes erfasste und davontrug. Erst 9 Jahre später soll der fromme Markgraf den Schleier seiner Frau während einer Jagd in den Wäldern Klosterneuburgs unerwartet wiedergefunden haben, in unversehrtem Zustand auf einem blühenden Holunderbaum verfangen. Dies soll als göttliches Zeichen verstanden worden sein, weshalb Leopold III. An dieser Stelle ein Kloster errichten ließ. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde diese Legende noch zusätzlich durch eine Marienerscheinung bereichert. Bei dem ursprünglichen Werk des Nikolaus von Verdun handelte es sich vermutlich um keinen Altar, sondern um eine Kanzelverkleidung in der romanischen Stiftskirche von Klosterneuburg. Zu diesem Zweck wurden, wohl über einen Zeitraum von ca. 10 Jahren, 1171 bis 1181, 45 Emailtafeln, feuervergoldete Kupferplatten mit Grubenschmelz angefertigt und auf einem Holzträger befestigt. Zu einem Altar wurden die Tafeln erst 1330-1331 zusammengesetzt. Nach einem Brand, welcher große Teile des Stiftes Klosterneuburg zerstört hatte, ließ der damalige Propst Stefan von Sierndorf die Tafeln nach Wien bringen, um sie zu einem Flügelaltar umarbeiten zu lassen. Einen kulturellen Aufschwung erlebte das Stift besonders in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts unter Propst Stefan von Sierndorf, der zahlreiche Kunstwerke und Umbauarbeiten in Auftrag gab. Dies wurde durch einen verheerenden Brand des Jahres 1330 begünstigt, der die Instandsetzung und Erneuerung des alten Stiftes erforderlich machte. Unter Propst Stefan wurde der gotische Kreuzgang fertiggestellt, der Klosterneuburger Ambo zu einem Flügelaltar umgestaltet sowie einige Goldschmiedearbeiten in Auftrag gegeben. Im ausgehenden 14. Jahrhundert begann man schließlich auch den Südturm der Kirche im gotischen Stil zu errichten. Der Turmbau blieb allerdings auf Höhe des Kirchendaches stecken und wurde nur provisorisch gedeckt. Das Gebäude ist ein spätromanischer Saalbau, der etwas erhöht im nördlichen Ortsteil von Schöngrabern liegt. An der Außenseite der Apsis befindet sich reichhaltiger Figurenschmuck, der als steinerne Bibel bezeichnet wird. Die Reliefs in den drei Jochen an der Außenseite der Apsis werden auch steinerne Bibel genannt. Sie thematisieren Tugend und Laster, biblische Szenen
und den Kampf zwischen Gut und Böse. In mehreren Reliefs finden sich Darstellungen von Tieren und des Teufels. Diese ikonografischen und stilistischen Reliefdarstellungen heilsgeschichtlicher Themen und ornamentaler Gestalten gelten als Biblia Pauperum in Stein. Die barockisierte gotische Basilika mit einem barocken Westturm ist von einer ehemaligen Wehrmauer, welche im Süden durch mächtige Stützpfeiler verstärkt ist, umgeben. Die ehemalige Pfeilerbasilika, vor der Mitte des 14. Jahrhunderts mit eigenen Lichtgarten als Rundfenster errichtet, wurde bei der Barockisierung 1749 zu einer Staffelkirche umgebaut. Das südliche Seitenschiff hat einen Chor mit einem 5/8-Schluss mit Spitzbogenfenstern und Strebepfeilern. Die Kirche von Wieselburg gehörte zunächst zum Pfarrbereich von Steinerkirchen. Die beiden Kirchen waren zuerst im Hoheitsbereich des Bischofs von Regensburg. 1107 schenkte Bischof Hartwig I. von Spanheim die Filiale Wieselburg samt der Pfarrei Steinerkirchen dem Kloster Mondsee.